Flughafen Saarbrücken. Flug XQ126 aus Antalya ist im Anflug. Es ist ein ganz normaler Flug. Nur etwas ist anders. Hallo, ich bin die verantwortliche Tower-Lotsin und mache das jetzt seit 7 Jahren. Als Tower-Lotsin bin ich für Starts und Landungen verantwortlich. Seit kurzem unterstützt mich dabei ein Kamerasystem. Das gibt mir ein 360-Grad-Bild des Flughafens. Und es markiert mir bewegte Objekte auf meinen Monitoren. Also vor allem die anfliegenden Flugzeuge, aber auch einen Vogelschwarm oder ein Fahrzeug auf dem Vorfeld. Dabei kann ich jederzeit frei wählen, welchen Bildausschnitt ich sehen möchte. Neben Panoramakameras gibt es Vorfeldkameras und es gibt schwenkbare. Die haben eine automatische Tracking-Funktion und folgen dem Flugzeug selbstständig. Hat den Vorteil, dass ich mich voll auf das Flugzeug konzentrieren kann. Details kann ich ganz einfach ranzoomen. Das System arbeitet bei jedem Wetter. Bei Dunkelheit oder schlechter Witterung schalte ich von Farbvideo auf Infrarot. Die Besonderheit? Ich sitze nicht im Tower des Flughafens Saarbrücken, sondern einige hundert Kilometer entfernt in Leipzig. Dort hat die DFS, Deutsche Flugsicherung, ihr neues Remote Tower Control Center eingerichtet. Warum? Weil sich der Flugverkehr so intelligenter und wirtschaftlicher kontrollieren lässt. Außerhalb des Towers ist es ganz normal, dass Fluglotsen keinen Sichtkontakt zum Flugzeug haben. Flugverkehr wird immer schon in Kontrollzentralen überwacht, über riesige Distanzen hinweg. Und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Das heißt, auch Starts und Landungen aus der Ferne überwachen. Vor allem, wenn der Flughafen übersichtlich ist und es nicht so viel Flugverkehr gibt. Denn wenig Verkehr bedeutet Leerlauf für uns Lotsen. Die Lösung heißt Remote Tower Control. An mehreren Flughäfen werden Kamerasysteme installiert und die Tower-Lotsen an einem Standort konzentriert. Dadurch kann die DFS ihre Lotsen effizienter einsetzen. Das ist aber nicht alles. Das System sorgt für noch mehr Sicherheit, auch bei schlechter Sicht. Bisher war es nur möglich, sehr kleine Flughäfen zu überwachen. Unser System ist anders und funktioniert auch an größeren Flughäfen mit mehr Verkehr. Außerdem wurde es mit uns zusammen entwickelt, also uns Fluglotsen. Das Remote Tower System wird erstmals am Flughafen Saarbrücken eingesetzt. Erfurt und Dresden werden in den nächsten Jahren folgen. Ziel ist es, weitere Flughäfen remote zu kontrollieren. Sicher wie immer, modern wie nie.